Einen schönen Dienstagabend, 21 Uhr. Sie sind richtig auf diesem Kanal. Hier gibt es den Sport aus Oberösterreich mit dem Schwerpunkt, nämlich der ersten oberösterreichischen Fußball-Landesliga. Bevor es allerdings soweit ist, machen wir wieder unseren allwöchentlichen Blick in die Regionalliga Mitte. Wir schauen wieder nach, wie ist es denn den oberösterreichischen Vereinen gegangen. Die Rohrbacher, naja, die sind so gut wie weg, die sind eigentlich schon abgestiegen. Aber selbst Mannschaften wie Christkirchen und auch St. Florian, ja, selbst bei denen ist immer noch das Abstiegsgespenst zu sehen, denn man weiß ja nicht, wer kommt letztendlich aus der zweiten Division, wo ja viele Vereine absteigen müssen, weil diese Liga reduziert wird, dann in die Regionalliga. Also standen die Spiele vor allem unter dem Motto, möglichst nicht verlieren und wenn es irgendwie geht, 3 Punkte ergrapschen, denn jetzt ist genau diese Phase der Meisterschaft, wo man jeden Punkt braucht. Wie schon erwähnt, jeder Punkt zählt. Das galt auch für St. Florian. Die Mannschaft ist zwar im oberen Tabellendrittel zu finden und die Rohrbacher sind wie gesagt letzter, aber bis auf den Umfaller in der Vorwoche hat Rohrbach zuletzt ja recht gute Leistungen gezeigt und man wollte natürlich nicht im Derby ausgerechnet die Punkte verlieren, die unter Umständen in der Endabrechnung dann fehlen könnten. Eine interessante Ausgangsposition im Spiel St. Florian gegen Rohrbach, denn die beiden Trainer arbeiten gemeinsam in der Bezirkshauptmannschaft in Rohrbach Tür an Tür. Erste Frisur. Passt. Ja, während der Woche arbeiten Sie beide Tür an Tür. Heute sitzen Sie einander als Trainer gegenüber. Ist es trotzdem ein Spiel wie jedes andere, Herr Engleder? Ja, während der Woche sind wir Arbeitskollegen. Wir arbeiten zusammen. Das Spiel, ja, wie jedes andere Spiel. Keine größeren Emotionen, nein. Läuft da vielleicht nicht eine Wette, dass der Verlierer nächste Woche den Mittagskaffee kochen muss? Ja, Wetten haben wir nicht laufen. Wir haben diese Woche an und für sich ganz wegen miteinander gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass während der Woche Sie einander ja unterstützen, etwas über den Gegner sagen. Wie war es denn diese Woche? War da Funkstille? Das stimmt. Sonst, wenn nicht dieses Spiel wäre, reden wir schon über die Gegner. Nur dazu, wo Florian immer 2 Wochen vorher gegen deinen Gegner spielt, wo, denn was wir dann haben. Diese Woche haben wir natürlich über das Spiel nicht gesprochen. Also ich rede sehr ungern in der Arbeit über Fußball, weil ich gehe in die Arbeit, dass ich arbeite und nicht über Fußball rede. Und wenn vielleicht beide jetzt einen Tipp für die heutige Partie abgeben wollen? Ja, es wird sehr schwer. Ich hoffe auf ein Unentschieden, aber wird sehr schwer. Wir sind stark dezimiert heute, aber wir müssen gewinnen. Die Florianer müssen auf Torhüter Vogelsam, auf Jürgen Werner 2 und auf Dennis Hodzic verzichten. Und trotzdem die erste Chance auf Seiten der Florianer. Enzberger mit einem Gewaltschuss. Kaum 2 Minuten später auf der anderen Seite Rohrbach, die auf Wiesinger verzichten müssen. Eine tolle Parade von Torhüter Markus Schelenz. Der Kopfball kam vom eigenen Mann, nämlich von Klaus Dantlinger. Dann aber wieder die Florianer. Und da hat Obermüller Pech. Dann ein schlimmer Abwehrfehler von Rohrbachs Christian Stallinger. Foul von Zachan Wolfgang Spat. Es gibt natürlich Freistoß. Christian Stallinger hat bei den Rohrbachern in der ersten Halbzeit wirklich alles andere als gut agiert und Trainer Engleder hat ihn dann auch zur Pause aus der Mannschaft genommen. Freistoß von Andreas Hoffmann. Und Kopfball von Gerhard Obermüller. Und auch die nächste Möglichkeit für Obermüller. Zuerst Enzberger mit einem seiner vielen Soli und Obermüller. Die Florianer hätten zu diesem Zeitpunkt sicherlich schon vielleicht mit 1 oder 2 Toren Vorsprung führen können. Hier eine Großtat von Rohrbachs Galeitner. Und auf der Gegenseite die Chancen eher spärlich, doch sie sind auch da. Zweite Halbzeit, 59. Spielminute. Da hätte Rohrbach in Führung gehen können. Zuerst ein Fallrückzieher. Parade von Schelenz. Und es bleibt aber beim 0:0. Der ansonsten sehr sichere Galeitner verschätzt sich hier ein wenig. Doch es bleibt nach wie vor beim 0:0. Auch wenn die Florianer alles daran setzen, diese wichtigen 3 Punkte nach Hause zu holen, hier in der 85. Minute scheitert abermals Obermüller. War es das schon? Wir haben gewusst, wenn wir da einen Punkt machen, das ist für uns ein super Erfolg.
Jetzt haben wir uns natürlich ein bisschen zurückgezogen und auf unsere Konterchance gewartet. Wir haben es auch gehabt, leider nicht genützt. Und so hat Florian glücklicherweise 3 Minuten Verschluss 1-0 gemacht. Und gut, der Sieg geht in Ordnung, muss ich sagen. Und wie so oft im Fußball, es hat kaum jemand in St. Florian damit gerechnet, dass doch noch ein Tor fallen könnte, da fällt es. Und wer ist es natürlich? Es ist Gerhard Obermüller. Nicht das erste Mal, dass er einen wichtigen Treffer für seine Mannschaft erzielt. Ja, wir haben gewusst, nach der letzten Partie gegen Leibniz, wo wir wirklich auch mit viel Unvermögen 4 Tore kassiert haben, konnten wir uns heute nur mehr steigern. Und wir haben gewusst, der Gegner ist schwierig zum Spielen. Und es hat letztendlich zählen nur die 3 Punkte und zählt nur das 1-0 und somit sind wir alle glücklich. St. Florian damit in der Tabelle auf Rang 3 zu finden. Und zur Tabelle kommen wir auch gleich. Zuvor gibt es aber noch die gesammelten Ergebnisse und im Anschluss daran verraten wir Ihnen auch noch, wer gegen wen in der Regionalliga Mitte am kommenden Wochenende antreten muss. Die Ergebnisse im Überblick. Wie gesehen, St. Florian gegen Rohrbach 1-0 und Böttinger Grieskirchen gegen Pöllau 1-1. Weiters Rapid Lienz gegen Wolfsberger AC 0-1. Zeltweg gegen Flavia Solva 1-0. Ebenfalls 1-0 die Partie Leibniz gegen Freudsberg. Leiburg gegen FC Austria VSV trennen sich 1-1. Und SK Klagenfurt gegen Gradkorn endet mit 2-0. Die Tabelle. Nach der Niederlage von Freudsberg ist der Vorsprung ein wenig geschmolzen. An dritter Stelle liegt St. Florian mit 31 Punkten, dann Gradkorn, der Wolfsberger AC, sechster ist SK Klagenfurt, siebter ist Bleiburg und an achter Stelle liegt Leibniz. In der zweiten Tabellenhälfte an 9. Stelle und somit momentan auf einem Abstiegsplatz SV Pöttinger Grieskirchen. 10. ist Leibniz, 11. Pöllau, 12. Flavia Solva, 13. ist Zeltweg und 14. sind die Rohrbacher. Die nächste Runde. Wolfsberger AC gegen Pöttinger Grieskirchen am Freitag um 18 Uhr. Ebenfalls am Freitag um 18 Uhr die Partie Gradkorn gegen Leibniz. Am Freitag dann eine Stunde später um 19 Uhr FC Austria VSV gegen St. Florian. Samstag 15.30 Uhr Flavia Solva gegen Bleiburg. Samstag um 17 Uhr Rohrbach gegen Rapid Lienz und Pöllau gegen SK Klagenfurt. Und die Partie Freudsberg gegen Zeltweg ebenfalls am Samstag um 17 Uhr. Soweit unsere Berichterstattung über die oberösterreichischen Vereine in der Regionalliga Mitte.